Heute, da widmen wir uns zum dritten Mal einem der größten Immobilienunternehmen am deutschen Markt, nämlich der Adler Group. Ihr gehören in Deutschland 26.000 Wohnungen. In den ersten beiden Teilen über den Fall Adler haben wir darüber gesprochen, wie das börsennotierte Unternehmen in eine schwere Krise geriet und wie es versucht, den Weg aus dieser Krise zu finden. Wenn Sie diese Folgen noch nicht gehört haben, dann sollten Sie das nachholen. Wir nehmen Sie darin mit in einen Krimi, der mit Vorwürfen eines Shortsellers über Betrug und Manipulation im Herbst 2021 begann und sich seitdem immer weiter zugespitzt hat. Um das einmal knapp zu umreißen, Staatsanwälte ermitteln, die Finanzaufsicht stellte zwei grobe Bilanzfehler fest. Wirtschaftsprüfer legten ihr Mandat hin und der Konzern findet trotz verzweifelter Suche bis heute keine neuen Prüfer. Dazu lasten milliardenschwere Schulden auf Adler, die den Konzern in seiner Existenz bedrohen. Im November 2022 präsentierte Adler dann einen Restrukturierungsplan. Über diesen Plan und vor allem, was mit diesem dann passierte, wollen wir in dieser Folge sprechen. Denn eine Gruppe von Anleihegläubigern blockierte das Vorhaben, das Adler bereits als Befreiungsschlag feierte. Die einzige Chance für Adler, den Plan doch noch durchsetzen zu können, war schließlich der Weg vor ein Londoner Gericht. Die einzige Alternative, so schildert es Adler selbst, sei die Insolvenz. Rund um Ostern fiel dann in London die Entscheidung. Bei mir sind René Bender und Lars-Martin Nagel aus dem Investigativteam. Gemeinsam mit dem Kollegen Michael Verfürden beobachten sie die Entwicklung seit fast anderthalb Jahren. In diesem Podcast sprechen wir alle zwei Wochen über die größten Streitfälle der deutschen Wirtschaft. Wer dahinter steckt, wie sie dahin gekommen sind und welches System das zugelassen hat. Mein Name ist Lena Jesberg und damit herzlich willkommen zu Handelsblatt Crime. Ja, Lars, René und auch euch herzlich willkommen. Hallo. Hallo, Lena. Hallo, Lena. Ich freue mich sehr, dass ihr beide da seid und dass wir heute ein drittes Mal über Adler sprechen können. Die 26.000 Wohnungen von Adler liegen in Deutschland. Der Konzern wird auch aus Deutschland geführt. Warum fand denn dieses doch sehr wichtige Verfahren, in dem ja letztlich die entscheidenden Weichen für die Zukunft eines der großen Immobilienkonzerne hierzulande gestellt wurden, plötzlich in London statt? Ja, das ist eine völlig berechtigte Frage. Tatsächlich hat die Muttergesellschaft, die Adler Group, ihren Sitz zwar formal in Luxemburg, aber wie du schon erwähnt hast, ist Adler natürlich im Kern ein deutsches Unternehmen. Das operative Geschäft wird aus Deutschland heraus gesteuert und die Wohnungen, die vermietet werden, diese 26.000, die befinden sich in Deutschland und übrigens ist Adler auch in Deutschland börsennotiert. Dass es zu diesem Prozess dann in England, in London kam, das ist, wenn man so will, ein Schachzug des Unternehmens. Und zwar eben im Kampf mit einer Gruppe von Gläubigern. Mhm. Wir haben es ja schon angesprochen, Adler hat einen Restrukturierungsplan vorgelegt. Und eine Minderheit der Gläubiger hat dann im Dezember vergangenen Jahres diesen Plan in Deutschland blockiert. Die sehen sich benachteiligt durch den Plan, denn der greift auch in die Anleiheverträge ein. Und dann hat Adler, wenn man so will, in die Trickkiste gegriffen, hat eine Tochter in England gegründet und an diese milliardenschweren Anleihen übertragen, eingebracht. Und dann will das Unternehmen oder wollte das Unternehmen jetzt nochmal in England abstimmen lassen oder hat abstimmen lassen und die Minderheit hat den Plan weiter abgelehnt. Der Kniff ist aber, dass in England ein Gericht das dennoch durchsetzen kann und gegen diesen Willen der Minderheitsgläubiger kann dieser Plan durchgesetzt werden. Und deswegen ist Adler am Ende des Tages nach London gegangen und hat dort argumentiert, wenn der Plan nicht genehmigt wird, dann ist das, was eben droht, die Insolvenz. Und zwar ziemlich schnell. Und unterm Strich haben dann natürlich viele Immobilienfirmen sehr nervös nach London geschaut, weil
sollte Adler wirklich in die Insolvenz rutschen und dann 26.000 Wohnungen in Deutschland auf den Markt kommen, dann könnte das natürlich die stark unter den steigenden Zinsen leidende Branche weiter unter Druck setzen. Also im Endeffekt steckt da noch mehr dahinter als in Anführungsstrichen nur die mögliche Insolvenz eben eines großen Immobilienunternehmens. Ja, und in der Woche vor Ostern fand dann eben dieser große Showdown statt. Das Gericht hat sich 3 Tage lang die Argumente angehört, beziehungsweise die Parteien, die haben 3 Tage lang gestritten, bis das Urteil dann über die Zukunft von Adler gefallen ist. Es ging also doch relativ hoch her da. Lars, du warst vor Ort live dabei, als es da ernst wurde. Wie war es denn? Wie war die Atmosphäre? Und vor allem auch, wie läuft ein Verfahren dort ab im Vergleich zu den Prozessen, die wir aus Deutschland kennen? Ja, also es war für mich ein sehr beeindruckende 3 Tage in London. Das fängt schon mit dem Gerichtsbezirk, wo der High Court liegt, mitten in der Stadt an. Das ist wenige Gehminuten von der Themse weg oder von der St. Paul's Kathedrale. Sehr verwinkelte Straßenzüge, sehr alte Gebäude. In einigen Ecken könnte man einen guten Harry Potter Film drehen. Und dort gab es allerdings auch einen modernen Bau. Das ist das sogenannte Rolls Building vom High Court. Und dort ist also diese Anhörung durchgeführt worden. Und also das war gut besucht. Es bildete sich also früh um 9 schon eine Schlange an Journalisten und Anwälten vor der Sicherheitsschleuse. Und dann konnte man tatsächlich auch so ein Schauspiel beobachten. Die haben nämlich die Akten für die Anhörung, die wurden auf Sackkarren hineingefahren. Und ich meine damit nicht nur 1 oder 2, sondern da kam dann wirklich so eine ganze Kolonne mit Sackkarren. Und die mussten die Kartons von den Sackkarren herunter auf den Scanner, wie am Flughafen. Dann wurden die einmal durch den Scanner durchgezogen und auf der anderen Seite wieder aufgestapelt. Und dann sind sie damit in den Saal 15 gefahren. Und es ist eigentlich ziemlich erstaunlich, dass wir alle pünktlich dann im Saal 15 waren. Der war nämlich bis auf den letzten Platz gefüllt. Ich würde sagen, da waren bestimmt so 200 Leute in dem Raum, vielleicht ein Drittel davon Beobachter. Und dann ging es tatsächlich ziemlich schnell, auch ziemlich heftig zur Sache. Also man muss sich das ein bisschen anders vorstellen als in so einem deutschen Gericht. In England gibt es spezielle Prozessanwälte, die man vielleicht auch so aus Filmen kennt, wenn die ihre grauen Perücken aufsetzen. Oh ja. Das war tatsächlich im Fall Adler auch so. Und diese Prozessanwälte, die führen dann mit den Zeugen Kreuzverhöre. Und dabei gehen die sehr aggressiv vor. Also das hat phasenweise gar nicht so den Eindruck, dass sie versuchen, irgendwie neue Sachverhalte aufzutun, sondern dass es eher darum geht, den Zeugen der Gegenseite irgendwie an die Wand zu spielen und ihn zu widerlegen oder ihm irgendwie mit Suggestivfragen bloßzustellen. Und gerade so am ersten Tag ist der eine Barrister, also der sozusagen gegen Adler sprach, hat dann eine richtige Show irgendwie vorgetragen. Das klingt tatsächlich sehr, sehr filmreif. Ich musste an diese Szenen denken, Good Cop, Bad Cop und so weiter. An dieser Stelle vielleicht einmal ganz kurz der Hinweis an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie Fragen haben, also wenn Ihnen irgendwas auffällt, was Ihnen noch unklar ist oder wozu Sie gern mehr wissen möchten, aber auch wenn Sie Kritik, Lob oder weiteres Feedback an uns haben, dann schreiben Sie uns gern eine Mail an crime@handelsblatt.com. Ihr beide, wir sollten vielleicht aber nochmal einen Schritt zurückgehen. Was ist das denn eigentlich für ein Restrukturierungsplan, der die Gemüter da so erhitzt hat? Ja, das ist ein Plan, der Ende November aufkam und in dem es, wie so häufig in solchen Fällen, ums liebe Geld geht. Und jetzt muss man wissen, auf Adler lasten ja enorme Schulden. Und insgesamt rund 7 Milliarden Euro zu dem Zeitpunkt. Und Ende April dieses Jahres muss Adler Schulden in Höhe von 500 Millionen ablösen. So, und ohne den Plan wäre wohl nicht nur das ein Problem, sondern der Konzern tut sich dazu auch noch schwer, in dem gegenwärtigen Umfeld die Immobilien, die man gerne verkaufen würde, zu entsprechend adäquaten Preisen zu verkaufen. Das war mit der Hintergrund für einen Restrukturierungsplan, der dann, wie gesagt, Ende November präsentiert wurde. Interessant ist übrigens, wie das Ganze damals ablief. Ich erinnere mich noch relativ genau. Das war ein Freitagabend und ich stand
gerade im Supermarkt an der Kasse klingelt das Telefon und ruft Lars an und fragt mich, hast du heute Abend schon was vor? Nee, wieso? Ja, Adler hat gerade eine Ad-Hoc veröffentlicht und ich glaube, da müssen wir wohl ran. Und ich nach Hause, Sachen, Einkäufe schnell ausgepackt und dann direkt rein in eine Telefonschalte. Und da wurde dann dieser Restrukturierungsplan als großer Befreiungsschlag präsentiert. Mhm. Da hat der Adler Verwaltungsratschef Stefan Kirsten, der wichtigste Mann bei Adler, dann die Situation geschildert, in der sich Adler zum damaligen Zeitpunkt befand und was denn dann geschah. Da können wir auch gerne mal kurz reinhören. Die Adlergruppe ist in einen perfekten Sturm geraten. Aber wir haben es geschafft. Wir konnten eine existenzbedrohliche Situation der Adlergruppe abwenden. Und dann wurde auch kurz der Plan skizziert, der unter anderem vorsieht, dass eben eine Gruppe von Gläubigern eine knappe Milliarde Euro, genau glaube ich 938 Millionen Euro frisches Geld bereitstellen sollte. Und da erzählte Herr Kirsten zwar direkt von einem teuren Deal, denn die Gläubiger wollen sich das natürlich auch bezahlen lassen, ne? Das frische Geld. Und bis Mitte 2025 sollen sie dafür 12,5% Zinsen bekommen. Und Herr Kirsten sagte aber letztlich auch, die Alternative wäre eben die Insolvenz in Eigenverwaltung gewesen. Man habe das prüfen lassen und das wäre der Plan B gewesen. Und dieses Szenario wäre dann auch noch doppelt so teuer. Mhm. Letztlich für Adler gekommen mit Zusatzkosten von 1 bis 2 Milliarden Euro. Und Herr Kirsten sagte dann eben auch, dass man jetzt nicht mehr mit dem Rücken zur Wand stehe und nicht mehr bei jedem Deal, der sich anbahnt, womöglich erpresst wird mit dem Druck auf die Preise. Und wäre deshalb sehr erleichtert. Ja, und an der Börse war ja wie gesagt Freitagabend. Nachbörslich stieg der Kurs an diesem Abend um knapp 40% bis auf 2,35 Euro. Dazu muss man allerdings wissen, im Verlauf des Jahres 2022 hatte die Adler-Aktie Pi mal Daumen schon 80% verloren. Na, dennoch, nochmal 40% aufzuholen an einem Abend, das ist schon was. Was sieht der Plan denn sonst noch vor? Ja, der Plan ist im Prinzip ein Umschreiben des Kleingedruckten. Mhm. Neben dem frischen Geld gibt es ja die Verträge zwischen den Investoren, also den, die Adler das Geld gegeben haben und dem Konzern. Und in diesen Verträgen müssen jetzt Anpassungen vorgenommen werden. Und die sind zum Teil sehr, sehr, sehr elementar. Also ein Beispiel: in den Verträgen stand bislang drin, dass Adler nur gemessen an den vorhandenen Immobilienwerten 60% Schulden machen kann. Also dass im Prinzip immer noch ein großer Buffer da ist an Wohnungen, an Baustellen. So, und jetzt mit dem frischen Geld ist aber diese 60% sehr wahrscheinlich nicht mehr haltbar. Deswegen hat man jetzt neue maximale Verschuldungsquoten definiert, ja, die irgendwo bei die 80% oder sogar darüber liegen. Das ist ein Beispiel. Ein anderes Beispiel: Adler müsste eigentlich Ende dieses Monats, also im Prinzip in einer Woche, einen geprüften Jahresabschluss für das Jahr 2022 vorlegen. Nun wissen wir ja schon seit einiger Zeit, dass es dazu nicht kommen wird, weil Adler seine Wirtschaftsprüfer verloren hat und zurzeit jedenfalls noch keinen Nachfolger gefunden hat. Und das hieße tatsächlich, bei einem Verstoß gegen diese Vertragsvereinbarung könnten die Gläubiger einfach ihr Geld wieder zurückfordern, weil sie halt sagen, Adler, du hältst dich nicht an das, was wir vereinbart haben. Und deswegen ist halt wichtiger Bestandteil dieses Restrukturierungsplanes, dass die Frist, bis zu der Adler diese Prüfung abgeschlossen haben muss, deutlich verlängert wird. Hm. Aber das klingt ja alles erstmal eigentlich relativ strukturiert und ganz gut durchdacht. Wo ist denn der Haken dabei? Der Plan sieht auch vor, dass die Anleihebedingungen verändert werden. Also im Endeffekt sollte Adler einfach mehr Beinfreiheit bekommen bei der Rückzahlung der Anleihen in Höhe von 3,2 Milliarden Euro.
Also insgesamt waren die Anleiheschulden 3,2 Milliarden Euro über verschiedene Anleihen mit verschiedenen Fälligkeiten. Mhm. Und im Juli 2024 ist eben eine Anleihe fällig über 400 Millionen Euro und die sollte um ein Jahr verlängert werden und entsprechend auch die Zinszahlung verschoben werden. Und dafür sollte auch der Zinssatz um 2,75 Prozentpunkte angehoben werden. Jetzt hat aber eine Gruppe von Anleihegläubigern gesagt, nee, hier werden wir ja benachteiligt. Und das sind wiederum die Gläubiger der am längsten laufenden Anleihe, mhm, die erst im Jahr 2029 fällig wird. Und deren Kernargument ist, es ist unfair, diese Anleihen und ihre Gläubiger nach Laufzeiten zu trennen und unterschiedlich zu behandeln. Und befürchten eben, dass ja viele andere aus den Jahren davor das Geld von Adler zurückbekommen und dass für sie als Gläubiger der am längsten laufenden Anleihe eben am Ende nichts mehr übrig bleibt. Und sagen eben bei einer Insolvenz, da würden ja auch alle Gläubiger gleich behandelt werden. Mhm. Und sie glauben eben, dass darüber eben mehr Kapital gerettet werden könnte, über das so, wie sie es gerne restrukturiert hätten. Und in der Konsequenz haben diese Gläubiger dann ihren Widerstand formiert. Inwiefern, wie lief das ab? Was ist da passiert? Im Prinzip, man muss sich das so vorstellen, wenn so eine ganz große Umstrukturierung ansteht, muss darüber abgestimmt werden. Und diese Abstimmung, das ist, ich will das vergleichen wie mit einer ganz normalen Wahl in Deutschland. Die Gläubiger sagen ja oder sie sagen nein. Das Wahlergebnis hängt dann allerdings nicht nur davon ab, wie sich jetzt die Prozente verteilen, sondern unter welchen Voraussetzungen die Wahl, unter welchen Bedingungen die Wahl geführt wird. Also Beispiel Bundestag, eine Partei ist nur dann drin, wenn sie irgendwo 5% erreicht. Mhm. Und bei Adler ist es also so, bei diesen Anleihegläubigern, dass jede Anleihentranche getrennt abstimmt und jede dieser Tranchen mehr als 75% Zustimmung erreichen muss. Und das führt dann dazu oder hat dazu geführt, dass im Dezember in Deutschland dieser Plan von dieser Minderheit blockiert werden konnte. Weil eine einzige Tranche hat diese 75% verfehlt. Aber nach deutschem Recht ist das halt so, wenn eines verfehlt, dann war es das halt. Dann ist der Plan blockiert. Und so konnte halt eine kleine Gruppe in Deutschland erstmal Adler bildlich irgendwo einen Knüppel zwischen die Speichen werfen. Okay, und dann wurde der Plan quasi mit dem Gang nach England aktiviert, beziehungsweise die Anleihen in die englische Tochter übertragen. Ja, zuerst hat Adler noch kurz überlegt, ob man nicht in Deutschland ein Verfahren einleitet, ein sogenanntes Staruk-Verfahren. Staruk steht für Gesetz über den Stabilisierungs- und Restrukturierungsrahmen für Unternehmen. Mhm. Man hat sich dann aber letztlich für das englische Verfahren entschieden. Eben auch oder besonders in diesem Wissen, dass einzelne Gläubigergruppen dann in England überstimmt werden können vor Gericht. Okay. Auch an dieser Stelle nochmal vielleicht ein ganz kurzer Hinweis. In den Shownotes haben wir einen Link für Sie hinterlegt, liebe Hörerinnen und Hörer. handelsblatt.com/mehrjournalismus. Und über diesen Link, da haben Sie die Möglichkeit, das Handelsblatt Premium Abo 4 Wochen lang für 1 Euro zu testen und entsprechend natürlich auch alle Geschichten unseres Investigativteams nochmal unbeschränkt nachzulesen. Wie ging es denn danach weiter? Ja, bevor wir überhaupt in England beim Gericht waren, gab es tatsächlich noch an einem deutschen Gericht eine Entwicklung, die schon als wirtschaftshistorisch zu bewerten ist. Wir haben ja eben das schon mal angedeutet, Adler braucht dringend einen Wirtschaftsprüfer, nachdem KPMG im letzten Jahr gesagt hat, wir wollen das nicht mehr machen. Die haben das begründet, weil sie sich von Adler in ihren Prüfungshandlungen behindert gesehen haben, weil ihnen nicht irgendwo alle Dokumente vorgelegt worden seien. Also es ist sehr deutlich geworden, dass da das Tischtuch zerschnitten ist. Mhm. Und dann begab sich Adler auf die Suche, monatelang, schrieb regelrecht Bittbriefe. Und die Wirtschaftsprüfer haben sich aber zurückgehalten. Es hat sich keiner gefunden, der das machen wollte. Und das ist tatsächlich historisch, also uns ist kein Fall bekannt, in dem Wirtschaftsprüfer aus Reputationssorgen oder aus Scheu einem Unternehmen die Prüfung verweigert hätten. Denn die Prüfungen sind ja rechtlich vorgeschrieben. Die Unternehmen müssen sich prüfen lassen. Mhm.
Und Adler hat dann den Weg ins Amtsgericht Berlin gesucht und hat dort sozusagen gebeten, dass das Gericht jetzt doch mal einen Prüfer bestellen möge. Und das Gericht hat sich wieder an KPMG gewandt und hat gesagt, hier KPMG muss das machen. Vielleicht auch so aus der Maßgabe, die kennen das Unternehmen schon und müssen sich nicht mehr großartig einarbeiten oder so. Mhm. So, und dann ist das Ganze aber weiter eskaliert, weil dieser Gerichtsbeschluss, der ist nicht verpflichtend. Und KPMG hat ein zweites Mal gesagt, nein, wir wollen das nicht und wir machen das nicht. Und das führt für Adler natürlich zu einer völlig paradoxen Situation, die auch, also man kann das durchaus kritisch hinterfragen, ja, weil ein Prüfer kann ja einen zu Prüfenden auch durchfallen lassen. Also sozusagen die Frage, ist das eigentlich in Ordnung, wenn ein Unternehmen keinen Prüfer findet? Das sagt auf der anderen Seite natürlich auch ganz viel über die Reputation von Adler im Augenblick. Ja, und über die Sorgen, die sich Wirtschaftsprüfer machen, wenn sie vor dem Mandat stehen. Ja, das ist ein guter Punkt, ein sehr valider Punkt. Trotzdem hat Adler nicht aufgegeben, beziehungsweise gibt Adler nicht auf. Der Konzern, der hat weiter geworben um Vertrauen von Investoren und Wirtschaftsprüfern. Ja, und zwar dann mit einem Untersuchungsbericht, der den Konzern eben nicht direkt zwar von den Vorwürfen über Betrug und Manipulation entlasten sollte, aber zumindest hat man eine Kanzlei 800.000 elektronische Dokumente wie E-Mails oder Kalendereinträge prüfen lassen. Und da kam raus, es gäbe eben keine Hinweise auf Fehlverhalten. Mhm. Die Überprüfung habe keine belastenden Befunde ergeben, teilte Adler mit. Und ja, diesen Bericht wolle man auch einem künftigen Abschlussprüfer selbstverständlich zur Verfügung stellen, hat Adler dann gesagt. Aber offenbar den direkten Einblick in die Dokumente wollte Adler dann nicht gewähren. Man hat dann argumentiert, dass alle Daten eben in einem Datenraum zusammengestellt worden seien. Mhm. Das Interessante ist, diese Dokumente, diese 800.000 Mails und Kalendereinträge, die hatte man im Jahr vorher, im Frühjahr 22, eben den Abschlussprüfern von KPMG vorenthalten. Und das war einer der Gründe, weshalb KPMG dann später das Mandat niedergelegt hat. Ja, und jetzt setzt man eben eine Kanzlei drauf und die schauen sich das an und sagen, nee, alles, das passt alles. Das kann man schon hinterfragen. Der größere Haken aber an diesem Untersuchungsbericht ist die Kanzlei, die diese Untersuchung durchgeführt hat. Das ist White & Case. Das ist erstmal für sich kein Problem, weil es eine Top-Kanzlei ist, eine Spitzenkanzlei, wo man für einen Partner auch mal ein Stundenhonorar knapp an die vierstellige Summe bezahlt. Das größere Problem ist, dass eben White & Case seit Jahren zu den engsten Rechtsberatern von Adler gehört. Die sind zuletzt mit 50 Anwälten für Adler in der Spitze tätig gewesen. Da kann man sich auch mal ausrechnen, was das kostet und was eben White & Case damit verdient. Ja, und White & Case hat eben in dieser Vergangenheit auch Transaktionen begleitet, die heute umstritten sind. Unter anderem auch solche, um die es in der damaligen KPMG-Sonderprüfung ging. Adler und White & Case sehen das relativ sportlich und sagen, hier gibt's keine Interessenkonflikte. Aber also, wenn ich da kurz, also das ist halt tatsächlich ein aus meiner Sicht sehr, sehr schwieriger Punkt. Denn es ist ja völlig unklar, wie viele von diesen 800.000 E-Mails möglicherweise auch Juristen von White & Case betroffen haben oder an die gegangen sind oder im CC an diese Leute gegangen sind. Und es wirkt zumindest ungeschickt, wenn immer noch die Möglichkeit besteht, dass da sich jemand selbst hat überprüfen müssen. Ja, das wäre nämlich auch mein Punkt gewesen. Diese Sache mit dem Interessenskonflikt kam ja auch direkt in den Sinn. Naja, aber kommen wir zurück zur Restrukturierung und dem sich dann abzeichnenden Prozess in England. Ja, gerne. Also das ging dann Ende Januar mit den formal notwendigen Veröffentlichungen weiter. Also Adler hat dann quasi mitgeteilt in einem sogenannten Practice Statement Letter, dass jetzt also dieses Verfahren in England anläuft für die 3,2 Milliarden Euro, um die es da geht. Mhm. Zu dem Zeitpunkt kam dann die Diskussion auf, ob London überhaupt sozusagen als Gerichtsstandort in Frage kommt. Da gibt es verschiedene Sichtweisen darauf. Wie wir auch sehen, ist das auch vor Gericht, also selbst während der Anhörung noch
ziemlich hitzig umstritten worden, ob man das machen kann oder nicht. Adler ist nun mal ein in Luxemburg registriertes Unternehmen, was eigentlich seine ganzen Wohnungen, seine Mitarbeiter in Deutschland hat, in Deutschland an der Börse notiert ist. Andererseits lässt sich natürlich argumentieren, dass London, ja, so formal juristisch würde man sagen, Center of Main Interest ist, weil natürlich sehr, sehr viele der großen Gläubiger von Adel, ob das jetzt BlackRock ist oder PIMCO, die sitzen natürlich im angelsächsischen Raum. Und für die ist natürlich London als einer der Finanzstandorte schlechthin ein Ort, den man anlaufen möchte für solche Entscheidungen. Aber wie wir wissen, hat sich dann das Gericht doch noch für zuständig erklärt. Nur nochmal die andere Perspektive. Wer sind denn jetzt wirklich die Gegner des Plans? Ihr habt angedeutet, dass es Gläubiger aus dem angelsächsischen Raum sind. Können wir das konkretisieren noch einmal? Ja, gerne. Das ist richtig. Sind im Wesentlichen Gläubiger aus dem angelsächsischen Raum, aber eben nicht nur. Vielleicht mal mit dem Wortführer beginnen und dem wohl wichtigsten Gegenspieler von Adler in der ganzen Sache. Das ist ein US-Finanzinvestor namens Strategic Value Partners, SVP abgekürzt, um Viktor Kossler. Der ist schon seit mehr als 30 Jahren letztlich im Geschäft um strauchelnde Unternehmen. Und wenn man mal zurückblickt an den Beginn der Corona-Pandemie, dann gab es schon eben letztlich auch eine Äußerung, ja, solche Zeiten wie diese sind letztlich auch alle mit Chancen beladen. Also möglichen Insolvenzen oder Schwierigkeiten von Unternehmen ins Auge blickend, sieht er eben die Chancen, weil seit 30 Jahren eben im Geschäft strauchelnde Unternehmen. Und seine Gruppe SVP, die haben sich eben mit drei weiteren Investoren zusammengeschlossen. Und wir haben dazu mal ein bisschen tiefer recherchiert und herausgefunden, wie groß denn dieser Widerstand auch, was die finanziellen Mittel anbelangt oder die Summen war. Und insgesamt diese Vierergruppe, die sich zusammengeschlossen hatte, die haben fast 300 Millionen Euro des stimmberechtigten Anleihekapitals vertreten. Also das Gros, letztlich SVP, ungefähr gut 100 Millionen und als nächstgrößere Gruppen Kerval, hat einen ähnlichen Schwerpunkt wie SVP, auch auf notleidende Werte konzentriert. Und Attestor, die Gruppe kennt man unter anderem dadurch, dass eine britische Gruppe, dass die 2021 die Mehrheit an Condor, der Fluglinie, übernommen haben. Ja, das wären die drei angloamerikanischen Gesellschaften. Also SVP, Carval und Attestor. Wer ist der vierte im Bunde? Ja, der vierte im Bunde, das ist die Deutsche Bank-Tochter DWS. Ah, okay. Ja, so hat man auch bei Adler reagiert in der Führungsetage. Die waren auch ein bisschen irritiert, denn die Deutsche Bank, also DWS-Mutter, hatte damals die Emission dieser bis 2029 laufenden Anleihe führend begleitet. Hm. Und wir haben dazu natürlich auch Nachfragen gehabt, aber DWS wollte sich auf diese Nachfragen nicht äußern. Okay. Was glaubt denn Adler, was die DWS und ja auch die anderen Widerständler treibt? Die Frage stellen sich natürlich viele, weil die alternative Insolvenz, die sozusagen ja vom Gericht diskutiert wurde, schon in der Regel für die Mehrheit der Gläubiger ein nachteiliges Verfahren ist. Also wer pokert da so hoch, dass er also im Zweifel sogar eine Insolvenz in Kauf nimmt? Und warum tut er das? Wir können darüber nur spekulieren. Der Punkt ist, diese Investoren, die mit beschädigten oder mit kriselnden Unternehmen ihre Geschäfte machen, die steigen zuweilen sehr spät ein. Also bei Adler ist das gut möglich, dass die Anleihen gezeichnet haben, nachdem die Anleihen schon erhebliche Kursverluste hingenommen haben. Also wir können das von außen nicht bewerten, weil die uns nicht mitteilen, zu welchen Kursen sie die Anleihen kaufen. Und das ist auch nirgendwo transparent. Aber ich sage jetzt mal, im Adlerlager kann da natürlich so spekuliert werden, so hey, die haben vielleicht zu so günstigen Kursen gekauft, dass die selbst im Fall einer Insolvenz noch einen Profit machen. Und wir wissen ja, dass das also eine Anleihe ist, die sonst bis 2029 laufen sollte, also sehr lang.
Und dann gibt es einfach unter Umständen so ein Szenario, dass einfach knallharte Finanzmathematik hier der Treiber ist, dass man sich sagt, okay, im Insolvenzszenario gibt es früher Geld und es gibt auch noch genug Geld, dass wir keine großen Verluste machen. Und dass sozusagen dort einfach eine ganz kühle Ratio den Ausschlag gibt. Mhm. Wir haben das Lager um SVP danach befragt und uns haben mehrere Juristen auf deren Seite immer wieder versichert, nein, so ist es nicht. Auch wir machen im Fall einer Insolvenz keinen Gewinn. Nur nochmal, wir können das nicht überprüfen. Wir müssen das so hinnehmen. Wir können das jetzt glauben. Wir müssen es nicht glauben. Also hier steht sozusagen so ein bisschen Aussage gegen Aussage. Fakt ist, uns werden die Zahlen nicht offengelegt, die man bräuchte, um das final zu bewerten. Okay. Eine Kleinigkeit noch, was zumindest von deren Seite transportiert wurde, SVP, ist, dass im Falle der Insolvenz zumindest mehr übrig bliebe, nach deren Annahmen, für sie selber als im Falle einer Nicht-Insolvenz von Adler. Was aber ja auch noch nicht heißt, dass es ein großer Gewinn sein muss oder überhaupt ein Gewinn. Aber zumindest kam eben darüber, wurde transportiert, von der Insolvenz würde man zumindest, was das anbelangt, dann schon profitieren. Ja. Trotzdem wichtig, wie du betont hast, Lars, das sind Hypothesen, wir können es nicht überprüfen an dieser Stelle. Lasst uns nochmal zum Gerichtsverfahren selbst zurückkommen. Lars, wie wurde denn dort argumentiert und was kannst du uns vielleicht noch zum Verlauf dieser drei doch sehr spannenden Tage, wie du schon erwähnt hast, berichten? Ja, es lässt sich eigentlich unter dem Begriff Gutachtenschlacht zusammenfassen. Die beiden Seiten, also Adler auf der einen und diese Minderheitsgruppe von Gläubigern auf der anderen, die haben halt alle ihre eigenen Experten und ihre eigenen Gutachten entweder berufen oder vorgelegt. Und dann ist darüber diskutiert worden, welche Schwächen da sind. Und jede Seite hat der anderen dann immer vorgeworfen, dass das nicht ausreichend sei. Und so ging das dann hin und her. Und ein Beispiel sozusagen, ich hatte es vorhin angerissen, die Frage, durfte Adler überhaupt seine Anleihen auf diese Tochterfirma in England übertragen, um überhaupt vor dieses englische Gericht zu kommen. Da hat dann also Adler den Professor Tole von der Uni Köln ins Rennen geschickt. Der hat da also gesagt, das sei Marktstandard, das sei absolut okay, so wie das gelaufen ist. Und die Gegner haben dann den Professor Thomas Pfeiffer vom Institut für Ausländisches und Internationales Privat- und Wirtschaftsrecht der Universität Heidelberg dort in den Zeugenstand berufen, der gesagt hat, aus den und den juristischen Gründen, ich gehe da jetzt nicht in die Feinheiten, ist es halt nicht möglich. Und so ging das in diesen drei Tagen immer hin und her. Immer eine Seite hat ihren Zeugen benannt und die andere Seite hat den Zeugen dann ins Kreuzverhör genommen. Das ist schon sehr, sehr interessant zu beobachten. René hat eben mal so Stundensätze von so Kanzleipartnern genannt, die da zum Teil abgerufen werden. Ich hatte so das Gefühl, so der mancher Deutsche war so auf die englische Justiz nicht vorbereitet. Also die rutschten immer tiefer in den Zeugenstuhl und der eine oder andere wurde auch ein bisschen bleicher. Die selten ein Zeuge hat mal, ich glaube, das war der Professor Pfeiffer, als ihm dann der Richter irgendwie so an irgendeiner Stelle signalisierte, na, mit der Rechtsauffassung sind Sie möglicherweise der Erste. Oder sie haben die ziemlich exklusiv für sich. Da hat er dann gesagt, naja, there is always a Columbus. Ja, es gibt immer einen Columbus. das war schon sehr, sehr interessant zu sehen. Auf der anderen Seite, zwei Gutachten muss man vielleicht herausheben, weil sie halt schon von besonderer Bedeutung sind für das Gericht. Auf der einen Seite gab es ein Gutachten der Boston Consulting Group, das im Prinzip sozusagen den Adlerplan nochmal zusammengefasst hat und auch so Immobilienwerte von morgen berechnet hat oder zugrunde gelegt hat. Und die sind halt sehr scharf angegriffen worden, weil es halt sozusagen Immobilienwertberechnungen, die jetzt irgendwie 3, 4, 5 Jahre in die Zukunft gehen, da gibt es so viele Variablen und ich meine, wer kann in die Zukunft blicken? Da hat dann einfach der Anwalt der Gegenseite gesagt, also das könnt ihr nicht machen, das ist einfach nicht seriös. Das ist so ein bisschen wie Kaffeesatzleserei. Ja. Auf der anderen Seite gab es dann den Gutachter, der für die Adler Gegner sozusagen das hat berechnet und zu natürlich schlechteren Zahlen gekommen ist. Und der hatte aber nicht die Datengrundlage. Das ist
vor dem Hintergrund ja auch immer ein bisschen unfair, weil der Adler gibt ja den Beat vor. Und da, ich meine, wir reden hier, ich habe vorhin das mit diesen Kartons von Akten geschildert. Mhm. Wir reden hier von 10.000 Seiten Papier, die in wenigen Wochen die Gegenseite durcharbeiten muss, die Schwachstellen finden muss, eigene Gutachten erstellen muss. Und das ist ja jetzt nicht so, dass die Adlerjuristen da freundlich kooperieren. Ja, also das geht ja die ganze Zeit schon, das Gehangel hin und her. So dass es dann auf der anderen Seite auch wieder kein Wunder ist, dass also die Gegner von Adler, die haben dann also auch so ein Immobiliengutachten vorgelegt, von Beratern von Knight Frank, und die haben dann halt mit Clustern rechnen müssen. So, konnten halt nicht eine Einzelbewertung jedes einzelnen Objektes machen. Was ihnen aber dann die Adlerjuristen wieder zum Vorwurf, so, ihr habt ja gar nicht die Datengrundlage, um das hier auszurechnen. So ging das halt hin und her, ne? Ja. Was hat denn das Gericht zu diesem, ja, Ping-Pong-Spiel gesagt? Ja, das hat uns natürlich auch wahnsinnig interessiert. Wir haben dann auch telefoniert, haben dann mit Lars gesprochen. Und Lars, was glaubst du, in welche Richtung geht's denn? Und er sagt, ich habe keine Ahnung. Und wir haben auch Beteiligte angerufen, die verschiedenen Parteien, haben mit denen gesprochen. Und da kam jetzt auch nicht, ja, wir sind sehr, sehr optimistisch, dass das für uns läuft. Im Endeffekt hat da jeder das Gleiche gesagt, wir können es überhaupt nicht abschätzen. Ne? Natürlich war jeder für sich irgendwie so ein bisschen optimistisch, zweckoptimistisch, aber es wurde letztlich nichts signalisiert vom Richter Thomas Leach. Der war übrigens vorher selber 20 Jahre lang Anwalt, auch bei einer internationalen Großkanzlei, und wurde dann erst vor wenigen Jahren stellvertretender Richter am High Court und hat auch relativ wenig Erfahrung, vergleichsweise eben mit Restrukturierung. Okay. Hat sich aber vorher eben als Anwalt im Immobilien- und Gesellschaftsrecht getummelt, unter anderem. Und ganz interessanter Nebenaspekt, 2022 wurde er vom jetzigen, heutigen König Charles zum Ritter geschlagen. Und ziemlich am Ende des dritten Verhandlungstages, da hat er mal eine Kleinigkeit durchblicken lassen. Und hat gesagt, dass sich Adler ja in Anbetracht der Beweise doch eine sehr hohe Messlatte gelegt habe, wenn man diese 3,2 Milliarden Euro an unbesicherten Anleihen vollständig zurückzahlen wolle. Und das erscheine ihm doch etwas ungewöhnlich. Ansonsten, ja, konnte man aber letztlich das Ganze nicht abschätzen. Und dann war ja auch erstmal Pause. Also es ging bis Mittwoch, 3 Tage, dann kam Ostern, und es wurde von ihm eben letztlich vorher schon gesagt, nach Ostern werde ich dann die Entscheidung verkünden. Du hast gesagt, dass er gesagt hat, ihm erscheine das Ganze etwas ungewöhnlich, und trotzdem hat er dann letztendlich grünes Licht gegeben. Wie hat er das begründet? Tja, er hat es noch gar nicht begründet, ist die Antwort. Also in der Woche nach Ostern, am Mittwoch, ist sozusagen hat er seinen Beschluss verlesen. Mhm. Da war ich schon nicht mehr in London, habe das Ganze, wie viele, viele andere auch, digital verfolgt, weil also dieses englische Gericht auch tatsächlich seine Verhandlungen ins Internet hineinstreamt und man sich dann da anmelden kann, und da kann man halt auch zuhören. Und an diesem Mittwochmorgen waren, ich weiß nicht, 130, 140 Leute dort in der Leitung. Und es war ehrlich gesagt extrem unerfreulich, dem Ganzen zu folgen, weil ständig irgendeine Computerstimme sagte, wer sich jetzt wieder angemeldet oder wer jetzt wieder den Konferenzraum verlassen hat und so. Und dann kam er, setzte sich auf seinen Richterplatz, und hinter ihm stand noch so ein leerer Aktenschrank. Es sah so ein bisschen aus, ganz ehrlich, als hätte er sich irgendwo in eine Rumpelkammer gesetzt. Also es wirkte nicht mehr so High Court-mäßig wie vor Ort. Okay. So, und dann sagte er tatsächlich so einen Satz: Ich werde einen Beschluss erlassen, der den Plan genehmigt. Und dann ging er gleich irgendwie in Detailklärungen mit den Barristern, also diesen Prozessanwälten, ohne das zu begründen. Das hatte er allerdings auch angekündigt. Er hat gesagt, ich werde erstmal den Beschluss erlassen, weil wir hatten über die Enge des Zeitrahmens ja gesprochen, Ende des Monats schon diese Regelung mit Wirtschaftsprüfung oder nicht. Da muss jetzt sozusagen, müssen die Dinge schnell gehen, das Geld muss auch schnell fließen. Deswegen hat er jetzt also sozusagen nur die Entscheidung verkündet und hat dann gesagt, ja, dann für das Urteil lasse ich mir dann halt noch ein paar Tage Zeit. So, darauf warten wir jetzt auch noch.
Und jetzt nochmal als Stimme aus dem Off von der Zukunfts-Lena. Wir haben gerade Freitagnachmittag, den 21. April und jetzt gleich Redaktionsschluss. Bis jetzt lag keine Urteilsbegründung vor. Falls sich das aber noch ergibt, dann können Sie das sicherlich zeitnah bei handelsblatt.com nachlesen. Und wie waren die Reaktionen darauf? Naja, also das Adler Management reagierte natürlich wenig verwunderlich, sehr erleichtert. Mhm. Da konnte man wahrscheinlich die Steine purzeln hören, sprichwörtlich. Und Stefan Kirsten, der Verwaltungsratschef, hat dann gesagt, ja, jetzt könne man den Restrukturierungsplan nun endlich umsetzen. Und ja, Social Media gab es auch sehr schnelle Reaktionen, zum Beispiel von Marc Tüngler, Hauptgeschäftsführer der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz. Da können wir mal reinhören, was der wenige Minuten nach dem Urteil auf Twitter von sich gegeben hat. Gute Nachrichten aus London, die der gesamten Branche eine Menge zusätzlicher Unruhe erspart. Ja, und Marc Tüngler hier hat sich positiv geäußert und an der Börse sprang die Adler-Aktie mehr als 20% nach oben. Allerdings, wir haben vorhin schon mal über den Kurs von 2,35 Euro gesprochen. Wenn wir uns erinnern, wie die Aktie angezogen ist, als der Restrukturierungsplan verkündet wurde im November, da waren wir jetzt nicht mehr. Jetzt ist die Adler-Aktie zwar richtig nach oben gegangen, zwar in der Spitze um 20% eben an diesem Tag, aber ist noch nicht mal in Richtung, noch nicht mal die 1-Euro-Marke hat sie geknackt. Also ist, glaube ich, bei 95 Cent rausgekommen und dann im Tagesverlauf wieder ein bisschen abgesackt. Das zeigt eben, was in den vergangenen Monaten noch mit der Aktie passiert ist. Ja, aber wir sind ja bei den Reaktionen. Erstmal waren das sehr, sehr positive Reaktionen von der Adler-Seite und auch die Märkte haben erleichtert reagiert. Und man weiß aber bis jetzt noch nicht, ob die Gegner des Plans in Berufung gehen. Einiges hat darauf hingedeutet, wie man sich danach geäußert hat, aber es steht noch nicht fest und die werden sich natürlich auch noch nicht festlegen können, solange das Urteil nicht begründet ist. Aber bis dahin sind dann vielleicht auch schon Fakten geschaffen. Wenn das Geld schon geflossen ist, dann wird es schwer, das Ganze zurückzudrehen. Und also das, vielleicht hier an der Stelle, das Geld fließt halt, wenn der Plan von Adler aufgeht, fließt ungefähr 1 Milliarde rein in den nächsten Tagen. Dann am 27. April wird eine Anleihe fällig eines Tochterunternehmens. Das ist 1/2 Milliarde, die fließt dann gleich wieder raus. Mhm. Also Fakten geschaffen ist ein guter Punkt. Denn wenn erstmal die 1/2 Milliarde raus ist, dann kann ein Gericht entscheiden, was es will. Die das Geld dann in Empfang genommen haben, werden sicherlich nicht sagen, oh, okay, das war aber blöd im April, jetzt geben wir das gleich wieder freiwillig zurück. Das so funktioniert es halt auch nicht, ne? Sodass hier tatsächlich die Gerichtsentscheidungen in späteren Instanzen tatsächlich zu spät kommen könnten, die Realität tatsächlich dann irgendwie zu beeinflussen. Ne? Bis wann hätten denn die Gegner theoretisch Zeit, um Berufung einzulegen? Wisst ihr das? Also was sind da für Fristen? Ich glaube, das sind, wenn ich das richtig vernommen habe, sind das 21 Tage. Aber so ganz genau weiß ich das ehrlich gesagt an der Stelle nicht. Ja, und dann geht's für Adler jetzt natürlich erstmal noch darum, seinen Abschluss zu veröffentlichen. Einen ungeprüften Abschluss, wie wir wissen, weil es eben schlicht keine Wirtschaftsprüfer gibt. Mhm. Das wird dann jetzt Ende April auch passieren. Und dann kann der Konzern nach Lage der Dinge zumindest erstmal ganz kurzfristig durchatmen. Ja, ich glaube, kurzfristig ist hier ein sehr, sehr wichtiges Stichwort, weil da warten ja noch einige große Aufgaben und auch Unwägbarkeiten auf Adler. Ja, absolut. Und zwar eine große Aufgabe, haben wir auch immer wieder von gesprochen, ist eben das Finden eines Wirtschaftsprüfers. Verwaltungsratschef Kirsten hat das in seiner großen verständlichen Freude darüber, dass man den Plan umsetzen kann, ja, so ein bisschen beiläufig erwähnt und hat gesagt, jetzt müssen wir für Adler noch einen Abschlussprüfer finden, damit wir auch geprüfte Abschlüsse vorlegen können. Wir wissen eben, wie schwer sich der Konzern bis jetzt tut. Man hat zumindest mehr Zeit. Bis Ende September 2024 muss man einen geprüften
Abschluss vorlegen. Dass das aber realistischerweise geschehen kann, dafür muss man dann aber zumindest mal bis Ende dieses Jahres auch einen Prüfer gefunden haben. Mhm. Wenn man aber ehrlich ist, die Chancen dürften sich wohl schon jetzt erhöht haben, weil Adler bekannt gegeben hat, dass man diese 800.000 Dokumente, über die wir vorhin sprachen, die man einfach nicht rausrücken wollte, die will man dem Prüfer jetzt wohl doch zugänglich machen, um dann auch die Chancen zu erhöhen, einen Prüfer zu finden. Und ja, da gibt's weitere Probleme, gibt's natürlich auch noch, denn die Staatsanwaltschaften ermitteln rund um Adler herum und die BaFin prüft weiter die Bilanzen. Und dann gibt's vor dem Landgericht Frankfurt noch eine Feststellungsklage durch die Gegner, ne, die in London schon opponiert haben. Die wollen hier auch nochmal, oder die wollen hier feststellen lassen, dass Adler die Anleihen nicht nach London übertragen durfte. Das ist also noch einiges, was da auf Adler zukommt. Mm, ja, ich glaube, man kann resümieren, noch jede Menge Baustellen für einen Konzern, auf dessen Baustellen im realen Leben ja vielfach nicht, ja, auf denen es nicht ganz so gut vorangeht. Aber lasst uns an dieser Stelle noch einmal bitte kurz auf den Restrukturierungsplan zu sprechen kommen. Was sieht dieser denn ganz am Ende überhaupt vor? Vor Gericht hat Adler sozusagen seine eigene Zukunftsversion vorgetragen. Und die läuft nicht darauf hinaus, dass das Unternehmen größer wird oder dauerhaft stabil weitergeführt werden soll, sondern es ist eine Art selbstbestimmte Abwicklung, die dort skizziert wird. Mhm. Ich habe dieses Boston Consulting Gutachten genannt, das liegt uns auch vor. Und da steht also ganz klipp und klar drin, dass das Management von Adler vorhat, bis 2026 sich von allen Wohnungen und allen Bauprojekten, die jetzt noch in der Bauphase sind, trennen möchte und sukzessive aus den Verkäufen heraus die Gläubiger auszahlen möchte. Das könnte funktionieren, wenn die Zahlen stimmen, die von Adler so vorliegen, sollten diese sogenannten Assets noch mehr wert sein als die hohen Schulden. Mhm. Das ist allerdings auch ein Weg, den das Management jetzt erstmal beschreiten muss und beweisen muss, dass das funktioniert, so wie die sich das vorstellen. Einhergeht auch ein ganz klarer Abbau beim Personal, also von im Augenblick irgendwo knapp 700 Vollzeitstellen sollen dann irgendwo im ersten Schritt noch 150 bleiben. Und ab 2027 will Adler dann eigentlich gar keinen Mitarbeiter mehr beschäftigen. Auch das zeigt so ein bisschen die Richtung, in die das gehen soll. Was man jetzt sozusagen in der Vorschau und mit Prognosen so weit in die Zukunft tun sich dann also nicht nur die teuren Gutachter, sondern auch wir uns schwer. Jetzt ist natürlich die ganz große Frage, wie entwickelt sich der Immobilienmarkt? Kann Adler für seine Objekte, für seine Wohnungen gute Preise abrufen? Das ist nicht so richtig vorherzusagen. Ja, das hängt von so vielen Faktoren ab, von Zinsniveaus, von der Frage, wie das mit dem Krieg in der Ukraine weitergeht und so weiter. Da tun wir uns schwer. Aber das ist jetzt der Plan, den Adler beschreiten will. So eine Art Gesundschrumpfung. Hm. Ja, auf jeden Fall noch einiges, was da kommt. Noch einiges, über das wir vielleicht in Zukunft auch nochmal sprechen können. Insbesondere mit den Auswirkungen dieser Selbstabwicklung dann. Ich hoffe, wir konnten für den Moment erstmal ein bisschen mehr Licht ins Dunkel bringen in diesem spannenden und komplexen Fall. Das Handelsblatt bleibt jedenfalls weiter am Ball. Ihr bleibt weiter am Ball, gemeinsam mit Michael. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das war es für heute. Wir sind am Ende dieser Folge und euch beiden, Lars, René, danke ich ganz herzlich für eure Infos. Sehr gern. Gerne. Und wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, diesen Podcast unterstützen wollen, dann freuen wir uns sehr über eine Bewertung auf der Podcast-Plattform Ihres Vertrauens. Danke auch an unseren Producer Florian Högerle und danke Ihnen natürlich fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.